Servus und herzlich willkommen zurück, ihr kleinen und großen Dokumente da draußen vor dem Tablet, PC, Laptop, Fensterscheiben, zu einem weiteren Part von Let's Show Rise of the Tomb Raider Teil Nummer 2.2. Diesmal lasse ich euch die Dokumente anhören. Dieser Part wird nicht so lange gehen wie jetzt 2.1 mit den ganzen Relikten. Wenn ihr wollt, schaut euch nochmal diesen Teil an mit den Relikten. Ist ganz interessant, sind sehr schöne Schmuckstücke dabei. Und Lara Croft hat da auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Also geht es jetzt einfach gleich los. Bevor es gleich losgeht, wollte ich euch noch den Heidengott zeigen. Ein alter geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Schaut aus wie ein Predator, ne? So von der Kopfform her. Habe ich letztes Mal vergessen. Tut mir leid. Also, die Dokumente sind 208 Stück. Ich werde euch nicht alle anhören lassen. Wäre ja blöd. Aber ich habe mir gedacht, ich werde die hier, die ohne ein Zeichen haben, schon mal auf jeden Fall abspielen. Und dann ist es schon mal weniger. Ja, in 2.2 werde ich nicht so viel reden. Aber es macht ja nichts. Viel Spaß. Wir tauchen jetzt ein in die Rubrik Sitzungen. Okay, fangen wir an. Es ist Dienstag, der 25. Juli und ich bin hier mit Miss Lara Croft. Wie geht es Ihnen heute, Miss Croft? Gut, danke. Miss Croft, es gibt einen kleinen Witz über das Wort gut in der Psychiatrie. Es steht für Gefühle unterdrückt, Therapeut. Ich dachte, Witze sollen lustig sein. Möglicherweise habe ich den Witz überschätzt. Wie auch immer, wenn uns diese Sitzungen etwas bringen sollen, müssen sie ehrlich sein. Also, können Sie ehrlich sagen, Sie fühlen sich gut? Nein, schon länger nicht. Lara ist beinahe komplett isoliert. Aber es ist klar, dass sie leidet. Trinity wird wollen, dass ich das gegen sie benutze. Erzählen Sie mir mehr über die Träume. Albträume. Ich erinnere mich nicht an sie. Nur an die Gefühle danach. In Träumen sind unsere Gefühle oft wichtiger als die Fakten. Erzählen Sie mir mehr darüber. Angst. Schuld. Ich bin auf der Insel und meine Freunde sterben. Ich kann nichts tun und es ist alles meine Schuld. Lara, wie ich es verstanden habe, haben Ihre Freunde dort dank Ihnen überlebt. Nur ein paar von Ihnen. Niemand von Ihnen hätte überlebt, wenn Sie nicht gewesen wären. Es ist nicht Ihre Schuld. Niemand von Ihnen wäre dort gewesen, wenn ich nicht gewesen wäre. Natürlich ist das meine Schuld. Ah. Schuld ist oft die Motivation der Croft-Familie. Wir haben das bei Ihrem Vater ausgenutzt. Mal sehen, wozu sie Lara bringt. Hatten Sie seit Ihrer Rückkehr Kontakt zu den anderen Überlebenden? Hatten Sie Kontakt zu Ihrer Freundin Sam? Nein, das wissen Sie. Selbst wenn Ihre Ärzte mich ließen, sie will mich nicht sehen. Sie standen sich sehr nahe vor dieser Insel. Lassen Sie das. Es ist bestimmt schwer, von den Menschen getrennt zu sein, die man am meisten braucht. Bei einem Trauma kann es den Heilungsprozess beschleunigen, wenn man mit den ebenfalls Betroffenen spricht. Können wir diese gönnerhafte Mitleidssache lassen? Sie wissen, dass es wehtut. Ich habe es Ihnen erzählt. Aber Sam will es so. Ich muss das akzeptieren. Ich kann mir anhören, was Sie zu sagen haben. Aber Sie müssen sich jemandem öffnen, Lara. Sie sind nicht allein, auch wenn Sie das glauben. Vielleicht drängen wir Sie zu sehr. Ich werde versuchen, auf sie zuzugehen. Wenn sie bereit ist, sich jemandem zu öffnen, muss ich das sein. Also, Lara, ich möchte über Ihren Vater sprechen. Sie haben sich an der Universität nach seinen Forschungen erkundigt. Ich hatte nur ein paar Fragen. Da ist so viel in meinem Kopf, aber mir fehlt die Verbindung. Mein Vater hat etwas untersucht, das meinen Erfahrungen auf der Insel sehr ähnlich war. Ich glaube nicht, dass das hilft, Ihr Trauma zu verarbeiten. Ganz im Gegenteil sogar. Es hat geholfen. Es war ein Anhaltspunkt. Aber Ihr Vater war, wie soll ich sagen,
Gestört? Wahnsinnig? Tja, genau das sagen die Leute jetzt von mir. Genau das meine ich, Lara. Sie können nicht weiter zulassen, dass ihre Gefühle die Oberhand gewinnen. Ein gutes Zeichen. Lara wird wütend. Und wenn sie wütend ist, handelt sie. Wir sollten sie mehr unter Druck setzen, ihre Wut bewusst lenken. Trinity glaubt, ich verschwende meine Zeit, aber wenn jemand die Forschungen ihres Vaters knacken kann, ist es Lara. Das ist das dritte Mal, dass Sie Jonah heute erwähnen. Sie haben sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Er ist einer der wenigen, der versteht, was ich durchgemacht habe. Ich fürchte, dass es nicht gut für Sie ist, Zeit mit ihm zu verbringen. Oh, wirklich? Und warum nicht? Er erinnert Sie an die Vergangenheit. Sie gehen im Kopf zur Insel zurück, immer und immer wieder. Sie schließen alles andere aus. Bei Jonah fühle ich mich wie ich selbst und er schickt mir keine Rechnung. Jonah wird zu einem Problem. Er wirkt beruhigend auf sie und sie hört auf ihn. Er wird sie von ihren Forschungen abhalten. Er muss bald von der Bildfläche verschwinden. Müssen Sie immer alles unter Kontrolle haben, Lara? Will das nicht jeder? Ich meine, niemand verliert gern die Kontrolle, oder? Aber nicht jeder hat das Gleiche durchgemacht wie Sie. Ich musste die Kontrolle übernehmen. Hätte ich es nicht getan, wären wir alle gestorben. Hat Ihnen diese Kontrolle gefallen? Sie meinen das Töten, nicht wahr? Hat mir das Töten gefallen? Ich hatte keine Wahl! Lara weicht den unangenehmen Fragen aus. Es ist schwer zu sagen, ob sie nur stur ist oder ob sie tatsächlich Angst vor den Antworten hat. Am Ende wird sie vielleicht schmerzhaft erkennen müssen, was für ein Mensch sie geworden ist. Diese Rubrik war besonders interessant, weil es nochmal eine Anlehnung hat an das vorherige Spiel 2013. Jetzt schauen wir uns nochmal Lagebericht an. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten.
Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. So, und dann eine Rubrik der Apostel war nochmal sehr interessant. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn, aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Mit dem Tod des Kaisers fiel der Prophet in Ungnade und wir wurden gezwungen, in der Dunkelheit der Nacht den Weg ins Exil anzutreten. Der neue Kaiser missbilligt den Propheten. Die Ritter des Trinity-Ordens konnten somit nicht mehr aufgehalten werden. Wir flohen in Richtung Wüste, um neu anzufangen, als der Trinity-Orden uns überfiel und den Propheten ermordete. Ich sah ihn sterben. Wir brachten seinen Körper in eine Höhle in der Nähe der Oase und begannen voller Trauer, ihm ein Grab zu errichten. Der Trinity-Orden wird nicht aufgeben. Sie wollen nicht nur den Tod des Propheten, sondern auch die Mysterien der göttlichen Quelle ergründen. Sie werden zurückkehren. Aber in unserer dunkelsten Stunde ist der Prophet auferstanden. Er hat den Tod besiegt und wird nun auch unsere Feinde besiegen. Als die Ritter des Trinity-Ordens von der Wiederauferstehung des Propheten erfuhren, griffen sie erneut an. Aber wir waren mit wahrem Glauben bewaffnet. Sie erwarteten ein Gemetzel an hilflosen Flüchtlingen, sahen sich stattdessen aber eine Armee aus Männern und Frauen gegenüber, die sich wehren würden. Viele starben, aber letztendlich trugen wir den Sieg davon. Wir flohen und ließen das Grab und das Reich hinter uns. Wir zogen monatelang über die Hochebenen und in die eisigen Lande hinter den Grenzen des Reiches. Der Weg war mühsam und viele begannen am Propheten zu zweifeln. Es beschämt mich, dass auch ich es tat. Ich hoffe, er kann mir vergeben. Denn bei Tagesanbruch sahen wir die Wahrheit. Er hat uns in ein Paradies auf Erden gebracht, wo wir neu beginnen können. Gott segne den Propheten, denn er hat uns gerettet. Und mit diesen Worten schließe ich die ersten Teile ab, dieses Let's Shows. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch beim Zuhören der kleinen Dokumentation, die ich gesammelt habe.
Und jetzt im dritten Teil geht's richtig zur Sache. Da zeige ich euch nochmal mehr Gameplay, Action, Kampf und das Ende dieses Games. Darauf habe ich auch schon so lange gewartet. Es ist schon fast wie ein kleines Let's Play, aber halt nur das Ende. Das letzte Kapitel. Ihr habt was gehört von Lara. Ihr habt was gehört von Trinity. Und ihr habt was gehört vom Propheten. Klingt dem unseren Gottes auch sehr ähnlich, oder? Nun denn, würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Teil 3 dann. Bye.